So, da bin ich wieder. Ich habe noch einen Beispielsatz zum Verbalsuffix Bessi in einer Bedeutung, die wir schon kennen, aber ich fand den Satz trotzdem ganz gut, weil da relativ viel Grammatik vorkommt, die wir auch schon hatten. Er ist aus dem Hojoki von Kaono Chome und das Hojoki berichtet immer von allen möglichen schrecklichen Sachen, wo irgendwas schief geht, wo irgendwas kaputt geht, wo irgendwelche Leute sterben und es ist sowieso immer alles total schrecklich. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn der fromme Buddhist Kamono Tome wollte uns durch seinen Hojoki die Vergänglichkeit der Dinge nochmal ins Bewusstsein rufen. Und deswegen muss er alle Nase lang auf irgendwelchen Katastrophen rumreiten. In diesem Satz oder in dem Abschnitt allgemein geht es um Nai. Liest man im modernen Japanisch Jishin, ist ein sehr aktuelles Thema so quasi, weil ich meine, wenn man auf drei Kontinentalplatten liegt, hat man mit Erdbeben irgendwie immer was am Hut. Wie gesagt, wir haben so ein Beispiel selbst für Beshi sein, steckt hier drinne, Bekari Keru, ist also wieder in der Sekundärflexion und na gut, es ist sonst noch allerhand drin, aber ich lese es am besten erstmal vor und dann gehe ich explizit auf die einzelnen Punkte ein, die ich dabei ansprechen möchte. Osore no naka ni osoru bekari keru wa tada nai nari keru tozo oboe haberishi. So weit, so gut. Was fällt uns als allererstes auf, wenn wir diesen Satz sehen? Uns fällt auf, dass da nichts irgendwie Susike ähnliches oder Artiges hinten am Satzende steht. Das hat auch eine Bewandtnis, denn wir sehen hier ein So. So ist eine ganz typische und super häufig vorkommende Kakarimusubi-Partikel, die Rentaiki hervorruft. Und Shi ist auch eine Rentaiki. Ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise ist das ja immer irgendwas mit U, meistens sogar mit Ru. Hier ist aber Shi. Und wenn wir uns zurückerinnern, wir hatten einen Verbalsuffix für die Vergangenheit, das extrem unregelmäßig war. Und das war das Verbalsuffix Ki. Und das taucht hier wieder auf in seiner Rentaiki Shi, die eigentlich so überhaupt nicht spontan mit Ki in Verbindung zu bringen ist, aber es ist eine. Ist ein Verbalsuffix der Vergangenheit, entsprechend Haberi hängt es an einer Renyoke. Und davor steht noch ein Verb, Oboyu, etwas gewahr werden oder ja, etwas wird einem bewusst oder so. Oboyu, da haben wir aber Oboe, weil wir eine Verbverbindung haben. Verbverbindungen werden ja üblicherweise auch mit der Renyoke gebildet. E ist also die Oboe ist die Renyoke von Oboyu. So. Oder es kann auch einfach denken heißen. Und irgendwas to Oboyu von etwas irgendwie denken oder von etwas als etwas denken. Dieses To ist so eine Partikel, wir haben das ja bei To-Yu, es gibt es aber auch bei To-Miru zum Beispiel, als etwas ansehen oder To-Suru, so als etwas machen oder zu etwas machen. Ich glaube, ich werde dem bei Gelegenheit noch mal eine eigene Lektion widmen, weil das ganz interessant ist eigentlich. Gut, fangen wir vorne an. Osore kommt von Osoru oder hängt mit Osoru zusammen. Osoru heißt ja sich fürchten, das haben wir hier hinten, Osoru. Yodandoshi, Shushike, danach Beshi. Osore ist dann natürlich das, wovor man sich fürchtet, irgendwie ein furchtbares Ding, ein schreckliches Ding, ein Unglück, ein Unheil oder sowas. Osore no naka ni. Unter den schrecklichen Dingen. Osoru bekari keru wa. Wa ist die Themapartikel. Und davor haben wir ein keri in der Rentaiki stehen. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Wenn etwas in der Rentaiki steht, ein Verb zum Beispiel, oder
entsprechend in einem Verb mit Verbalsuffix, Klammer auf N, Klammer zu, da dran. Wenn davon der letzte Teil in der Rentaike steht, kann das nicht nur attributiv sein, sondern es kann auch eine Substantivierung sein. Die Rentaike ist eine ganz standardmäßige und typische Form der Substantivierung von Verben. Und hier ist es auch so, also osuru, fürchten, sich fürchten, beshi, müssen, also man muss sich fürchten. Sekundärflexion, weil ja noch was möglicherweise Flektierendes hinten dran ist. Aus beshi wird dann bekari und das ist die renyoke, weil ja Vergangenheitsverbalsuffix keri an die renyoke nur angeschlossen werden kann. Also das, wovor man sich fürchten musste. Unter den Unglücken oder unter den Unheil ist das, wovor man sich, Klammer auf, wirklich, Klammer zu, fürchten muss. Tada, einzig das Erdbeben. So, es ist einzig das Erdbeben. Nari, oder es war einzig das Erdbeben. Nari, sein, ist auch ein, reflektiert auch wie ein unregelmäßiges Rahenverb, entsprechend Renyoke auf I, und hier wieder Keri, darum ja die Renyoke, und auch wieder substantiviert. So. Substantiviert in Form einer Rentaike. Also, irgendwas Rentaike substantiviertes wa ist das Ganze auch substantivisch, das und das, und so sollte man es ansehen oder so, so sollte man davon denken oder so habe ich davon gedacht. Also, unter Unheil oder Unglücken ist das, wovor man sich, Klammer auf, wirklich, Klammer zu, fürchten muss, einzig das Erdbeben. Toso oboi haberishi. So dachte ich. Weil man im Deutschen wahrscheinlich besser sagt, so denke ich, also dieses haberi heißt ja eigentlich sich irgendwo aufhalten oder befinden, aber hier ist es einfach ein Hilfsverb. Es hat was mit der Sprachebene zu tun, hängt halt damit zusammen, in welchem hierarchischen Verhältnis man sich irgendwie als Sprecher, als Zuhörer oder allgemein in einer sozialen Konstellation, in einem sozialen Redekontext befindet. Und das hier, Haberi ist Kenjogo, also es ist, wie sagt man das, ein Ausdruck der Bescheidenheit, das ist ein Hilfsverb, das Bescheidenheit oder eigene Herabsetzung, soziale Herabsetzung ausdrückt, als Respektsbekundung jemand sozial höher stehendes gegenüber. Genau. Also, ich dachte so, dass unter den furchtbaren Dingen oder unter dem Unheil das, wovor man sich wirklich fürchten muss, einzig das Erdbeben war. Das wäre der Satz aus dem Ōzoki. Und ich denke, ich werde zum Beshi noch ein, zwei andere Sätze daraus nehmen, weil das da irgendwie relativ oft vorkommt. Das ist irgendwie wie so eine Art Lebensberater oder sowas auch. So, ja, es ist dies, da muss man so und so denken und ach, darüber muss man doch so und so denken und hier muss man das und das machen. Darum kommt öfters mal Beshi, aber naja, wir sehen ja, was noch auf uns zukommt mit dem tollen Beshi.